Brandwunde, die ihm seine ganze rechte Seite wirklich so verletzt hat. Also das ist zwar vernarbt, wurde auch natürlich ästhetisch nachher korrigiert, aber er hat tatsächlich keine Haare mehr gehabt an dieser Stelle und hat zeitlebens sein Haarteil getragen. Und das Haarteil wurde gemacht aus seinen Haaren. Und das war ein Geheimnis, was er mit ins Grab genommen hat, weil er wollte eigentlich nicht, dass die Leute das wissen. In Samedan, einem stilleren Nachbarort von St. Moritz, beherbergt die Käsab.